Liebe Freunde des guten Geschmacks, heute beschäftigen wir uns mit der Frage, kann man etwa aus Dinkelmehl auch Seitan machen? Ihr müsst das Video nicht bis zum Schluss anschauen, denn die Antwort ist schlicht und ergreifend Yes! Wenn ihr jedoch sehen wollt, was so der Unterschied zu Weizenmehl ist, dürft ihr natürlich gerne weiterschauen. Ich nehme also wie gewohnt 1 Kilo Mehl und dazu 700 Milliliter Wasser. Mir selber ist direkt aufgefallen, dass das Dinkelmehl durchaus höhere Klebekraft als Weizenmehl hat. Damit lässt sich sicherlich das eine oder andere einsturzgefährdete Gebäude sanieren. Herr Grutzi, fix nochmal! Na jetzt mal ohne Witz, das klebt echt wie die Sau. Wirklich bemerkenswert ist auch, dass das Ganze irgendwie viel zu flüssig ist. Also durfte ich mich spontan auf die Suche nach weiterem Dinkelmehl begeben. Hatte aber Glück, ich habe noch welches gefunden und das direkt drunter gemischt. Und nicht nur einmal, sondern zweimal, bis es eine akzeptable Konsistenz bekommen hat. Soll heißen, das Ganze wurde zwar fester, aber nicht weniger klebrig. Sticky, sticky. Was für mich ganz klar bedeutet, das nächste Mal nehme ich bei Dinkelmehl anstatt 700 Milliliter nur 500 Milliliter Wasser. Den Dinkelteig packt man dann in eine Schüssel und bedeckt sie wieder mit Wasser. Diese lässt man dann 1 bis 2 Stunden ruhen und dann geht's wieder ans Auswaschen. Das heißt, ihr knete das Ganze wieder ordentlich durch. Und wie aus dem Nichts kam mir diese sensationelle Idee. Damit die Küche danach nicht wieder aussieht wie ein Schlachtfeld, habe ich das ganze Auswaschmanöver direkt in das Spülbecken verlegt. Ihr könnt also ganz easy mit laufendem Wasser das Ganze so lange auswaschen, bis das Wasser nicht mehr ganz so milchig ist, aber auch nicht ganz klar. Denn ein bisschen Stärke wollen wir noch beibehalten für die Struktur und Konsistenz. Gratuliere, ihr habt euren Dinkelseitan-Bulle. Daraus lässt sich so einiges basteln. Ich habe aus genau diesem Bollen einen echt leckeren Sauerbraten gebastelt, den ich euch in einem anderen Video vorstelle. Und die obligatorische Erinnerung, den Channel unten rechts mit einem Klick zu abonnieren und auf das kleine Glöckchen daneben zu klicken, damit ihr immer über die neuesten Videos hier informiert werdet. Gerne dürft ihr in den Kommentaren Kritik oder Lob äußern und mir sagen, welches Gericht ich als nächstes nachbasteln soll oder welches Produkt ihr gerne von mir getestet haben wollt.